Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen sehr schönen, aber auch merkwürdigen Adventskalender für dich, denn das ist dieser hier. Das ist der Wir für Sie Adventskalender von der Beierschmidt-Parfümerie, aber ich habe den auch schon woanders gesehen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen diesen Multi-Brand-Adventskalender auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kostet 49,95 beziehungsweise, hier ist ein Semi-Haar dran, läuft bei mir, beziehungsweise ich habe ihn für 49,95 bei der Parfümerie Beierschmidt online bestellt. Genau, Beierschmidt Parfümerie, ich habe hier die Rechnung vor mir liegen. Hier sind Marken drin, Clarin, Lancôme, Annemarie Berlin, Gisander, Giorgio Armani, Biotherm, Art Deco, Clinique. Also das hört sich schon mal sehr, sehr interessant an. Und jetzt möchte ich einfach mal wissen, was hier drin ist. Der erinnert mich optisch mega an den Lancôme Adventskalender oder an den L'Oreal Adventskalender vom letzten Jahr. Also hier hinter den Boxen ist quasi nochmal so ein bisschen Luft und dann ist erst hier diese Umverpackung, die sehr, sehr wackelig ist. Wir haben hier hinten so einen Aufsteller. Das heißt, ne, man kann den schön hinstellen und dann steht er so ein bisschen rum. Ist ganz nett. Ich werde ihn in den Hintergrund stellen und dann nach und nach öffnen mit euch. Jo, ich habe auch sau viele Proben gekriegt. Komm, wir gucken uns die auch mal an, oder? Einmal habe ich hier irgendwie von Issey Miyake so ein Parfum-Ding bekommen. Ich weiß nicht, ich kenne dieses Parfum nicht, aber es ist halt so eine ganz, ganz Billo-Billo-Probe, Zeitschriftenprobe. Es riecht sehr frisch. Sportlich. Angenehm. Cremig. Mag ich wohl leiden, ne? Riecht wirklich so, wie man hier so diese Bambusviecher sieht. Oder Blüten? Das sind Orchideen, oder? Ich glaube schon. Leicht blumig riecht es auch. Dann habe ich von Trettel True hier einmal so ein Heftchen zum Durchlesen bekommen, was ich nicht durchlesen werde. True Edelweiß Ageless Cream. Das ist dieses kleine Pröbchen mit 5 Millilitern. Aber das finde ich eigentlich ganz cool. Andere packen sowas als Größe halt in den Adventskalender rein. Dann eine Probe von Black Opium oder Parfum Yves Saint Laurent. Das ist auch eigentlich ganz nett, wenn man das halt so als Umme-Geschichte mit dabei hat. 1,2 Milliliter sind hier enthalten. Und das ist halt auch wirklich so ein Sprayer. Deswegen finde ich das auch ganz nett. Also ne, solche Proben, wenn man die bei der Bestellung mit dazu kriegt, ist okay. Im Adventskalender würde ich das nicht cool finden. Von Dado Sens haben wir hier noch so ein Probenpaket mit bei. Ich weiß nicht, allerhand Kram ist hier mit bei, ne? Und dann noch Purifying Care von Annemarie Berland. Das ist ja auch noch so ein Probending mit dabei. Also solche Proben, die sammle ich ja und werde ich dann, wenn die Tüte voll ist, bei Instagram verlosen, ne? Weil ich persönlich brauche keine Proben. Ich gebe das dann gerne weiter und ich weiß, dass sich andere Leute da mehr drüber freuen werden als ich. So. Da ist der Adventskalender, da ist die Santa Claudi, los geht's. Wir haben hier die Nummer 1. Hinten am Hintergrund steht auch wirklich beschrieben, was da drin ist. Einerseits ganz cool, andererseits, wenn man es weiter verschenkt, blöd finde ich, ne? Weil hier sind auch noch die Inhaltsstoffe aufgeführt, weil ich befülle Adventskalender ja meist nochmal selber und gebe die dann weiter im Familien- und Freundeskreis. Naja, Icos. Original ägyptische Erde, ui. 3 Gramm haben wir hier enthalten. Ich glaube, das ist ein Bronzer, oder? Okay. Naturell ist hier die Farbe. Das sieht schon mal ganz hübsch aus vom Packaging her. Ich meine, dass ich das auch schon mal bei Rossmann oder so gesehen habe. Kann das sein? Und ich mir gedacht habe, ah, ich weiß ja nicht. Aber geswatcht habe ich das noch nie so genau. So, okay. Ja, sieht aus wie ein Bronzer. Sehr weich. Sehr, sehr, sehr rötlich. Also ich würde es als Bronzer und Blush in einem dann verwenden, denke ich mal. Oh Gott, das ist ja echt sehr gelb, ne? Ich weiß nicht. Wer verwendet das von euch? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und als was verwendet ihr das? Ist das wirklich einfach ein Bronzing Powder? Weiß ich nicht. Aber es ist schon mal cool, dass wir mit dekorativer Kosmetik starten, oder? Finde ich gut. So, hier haben wir jetzt die Nummer 2. Hier riecht irgendwas durch. Oh ja, okay. Das ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der krümmelt aber, ein Stern. Und zwar scheint mir das Seife zu sein, kann das wohl? Riecht aber ganz angenehm, sehr cremig. Da wir keine Zwischenebenen drin haben, habe ich ein bisschen Angst, dass mir die ganze Geschichte irgendwann runterknallt. Aber hey, hier habe ich jetzt die Nummer 3 und die ist super leicht. Bitte keine Parfümprobe, Leute. Darauf hätte ich überhaupt keine Lust. Ja gut, Calvin Klein One. Das ist diese Parfümprobe mit 1,2 Millilitern. Ich weiß nicht, warum Firmen sich denken, dass man da Bock drauf hat. Ich weiß es wirklich nicht. Auf der Nummer 4 steht Art Deco drauf, also sollte auch Art Deco drin sein.
Wenn das jetzt ein roter Lippenstift ist, dann ist das schon mal ein Lippenprodukt. Es ist ein Nagellack. Oh, okay. Es ist ein All-in-One Nail Lacquer. Das ist schon mal positiv, ne? Man kann immer so einen durchsichtigen gebrauchen. Das finde ich gut, doch. 4 Milliliter sind hier enthalten und das kannst du wahrscheinlich als alleinigen Nagellack verwenden oder als Topcoat, vielleicht auch als Basecoat, das weiß ich nicht. Aber das finde ich schon mal ganz cool, ne? Habe ich gesagt, dass du in diesem Video 5 Produkte gewinnen kannst aus dem Adventskalender? Ich weiß es nicht. Ich sag's nochmal. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und welche 5 Produkte du gewinnen kannst, sage ich dir am Ende des Videos. Jo. Macht Sinn, dann weiß ich erst, was drin war, ne? Die Nummer 5 ist der Tag vor Nikolaus. Ne? Das fühlt sich schon mal relativ schwer hier drin an und das bewegt sich auch viel. Marbert Bath & Body Classic, eine Bodycare, eine Körperlotion mit 50 Millilitern. Die ist mir jetzt schon das ein oder andere Mal über die Füße gelaufen bei Adventskalender-Unboxings, muss ich gestehen, tatsächlich. Scheint eine Marke zu sein, die gerne in Adventskalender genommen wird. Ich weiß es nicht, aber ja, sie ist nun dabei, ne? Ja. Ja, und so eine Bodycare-Körperlotion-Geschichte finde ich eigentlich auch ganz gut zu Weihnachtszeit, ne? Wenn man hat sowieso etwas trockenere Stellen, etwas trockenere Haut, also macht es auf jeden Fall Sinn. Mit gepflegtem Körper können wir Nikolaus feiern. Ich weiß das nicht, hier steht Giorgio Armani drauf. Es ist groß. Hier ist bestimmt irgendwie ein Duschgel oder eine Bodylotion von Giorgio Armani drin, oder? Wir gucken mal. Ja, es ist schon mal eine Tube, Giorgio Armani C. Das ist ein parfümiertes Duschgel mit 75 Millilitern. Das ist recht hochpreisig und duftet eigentlich auch echt gut. Ich hatte das schon mal als Parfum da, habe da aber leider Kopfschmerzen von bekommen. Ich mag den Duft einfach super gerne, ne? Und ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Parfümiertes Duschgel. Wenn man jetzt zum Beispiel das Parfum von Giorgio Armani, das sie zu Hause hat, und den Duft gerne langanhaltender, noch langanhaltender haben möchte und noch intensiver haben möchte, dann benutzt man einfach zum Duschen noch zusätzlich dieses Produkt und dann bleibt es einfach viel, viel länger am Körper. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber es funktioniert, ne? Das ist echt eine ganz coole Geschichte. In der Nummer 7 haben wir offensichtlich etwas von Annemarie Berlind drin, denn das steht da drauf. Aber es ist super leicht. Ach ja, komm, das sind diese Hyaluron-Augenpads mit Soforteffekt, ne? Da machst du die einfach unter die Augen drunter. Ich glaube, die sind Feuchtigkeitsspenden und so, ne? Die habe ich auch schon mal ausgetestet. Die fand ich ganz okay. Doch, wirklich. Also das sind, glaube ich, auch so Fließviecher gewesen. Das fand ich ganz angenehm. Hat mir gut gefallen. Vielleicht werde ich die auch behalten. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Eigentlich habe ich ja so welche in so Pöttchen, die finde ich eigentlich viel geiler, ne? Das sind so Pöttchen, wo du halt 60 Stück drin hast und das ist einfach nachhaltiger. Das heißt, sowas kann ich dann vielleicht besser wirklich weitergeben in Adventskalendern oder so. Ja, Claudi, sei einfach mal vernünftig. Holla die Waldfee, die 8 ist ganz schön groß und da ist auch wieder was Schönes, Schweres drin. Schön, das kenne ich. Das ist von Hairdoktor, der zwei Phasen Thermoconditioner mit 50 Millilitern. Ein ganz, ganz tolles Produkt. Hatte ich letztes Jahr auch vermehrt in Adventskalendern drin, habe es dann dementsprechend dieses Jahr sehr oft getestet. Und, also getestet ist gut, verwendet. Und der Duft ist gewöhnungsbedürftig. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, weil das halt sehr nach Friseur riecht. Aber halt chemisch nach Friseur. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Hat mir persönlich nicht so ultramäßig gefallen, der Duft. Aber die Pflegewirkung, Leute, ganz toll. Gibt man sich einfach nach dem Duschen auf das nasse Haar, auf das Handtuch trockene Haar und kann dann ganz normal die Haare föhnen oder trocknen lassen oder sonst irgendwas. Und sie werden halt dadurch wirklich toll. Also bei mir war das, dass ich halt Glanz bekommen habe. Sie waren geschmeidiger, sie sahen gesünder aus und das hat mir wirklich gut gefallen. Deswegen ist es cool, dass es drin ist. Die Nummer 9 ist die letzte Zahl im einstelligen Bereich und sie ist sehr leicht. Okay, wir haben hier wirklich ein paar mehr Parfümproben drin. Das ist von Jill Sander, das Sunlight mit 1,2 Millilitern. Also ja, es sieht so aus. Sage ich nicht viel zu, ne? Wird bestimmt ein ganz tolles Parfum sein, aber nee. Gut, hier haben wir jetzt wirklich einen 50-Euro Adventskalender und keinen 100-Euro Adventskalender. Da nervt mich das vielleicht nicht ganz so intensiv wie bei anderen, die ich dir hier oben zum Beispiel mal verlinken kann. Das hat mich mega genervt. Aber trotzdem, irgendwie, weiß ich nicht, hat das immer einen bitteren Beigeschmack, wenn man Parfümproben drin hat, oder? Die Nummer 10 ist schon wieder relativ schwer, also keine Parfümprobe offensichtlich, das finde ich gut. Hier haben wir drin, oh mein Gott. Versace Bright Crystal Eau de Toilette, 5 Millilitern. Oh, das ist ein Parfumflakon.
Ja, soll ich sammle sowas, ja. Beziehungsweise ich sammle das für euch. Ich könnte im Prinzip jetzt schon anfangen, meine eigene Parfum-Mini-Flakonsammlung aufzumachen. Wird aber nichts bringen, weil ich die eh nicht verwenden werde. Aber ich sammle die für euch, weil ich möchte gerne einen Parfum-Mini-Proben, wie auch immer, Mini-Flakon-Adventskalender machen. Und ihr wächst und gedeiht, um das mal so zu sagen. Sieht auch richtig schön aus. Es wird auch ein Parfum sein, was sicher wie alle anderen Parfums auch richtig gut duftet. Ich werde es aber niemals verwenden, weil ich möchte einfach Parfums haben, wo ich so einen Sprayer habe. Damit kann ich nicht um. Also das ist auf jeden Fall Glück für euch, dass ich so viele Adventskalender dieses Jahr öffne, weil es wird immer mehr mit diesen Mini-Flakons in Adventskalendern, ne? Das ist schon cool. Jo, ne? Nett. Bei der ersten Schnapszahl, der Nummer 11, steht Clarin drauf. Also da wird ein kleines Pröbchen von einer Clarin-Creme drin sein. Auf jeden Fall. Ja, SOS Hydra. Hier oben verlinke ich euch den Clarin-Adventskalender, den ich ausgepackt habe. Sehr, sehr hoher Wert, aber auch sehr teurer Adventskalender, aber sehr schön. 5 ml sind hier drin von der Refreshing Hydration Mask. Also es ist eine Gesichtsmaske mit 5 ml. Ich finde, da kann man dem Ganzen auch verzeihen, wenn es halt nur so eine kleine Probe ist, meine Meinung, weil ja, du hast hier einfach eine kleine Maske drin, ne? Da kannst du dann 2, 3 Anwendungen draus nehmen und hast dann eine feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske und deswegen finde ich es gut. Also ich habe meine, die ich behalten habe, noch nicht verwendet, aber ich werde sie noch verwenden, weil ich jetzt aktuell noch andere in Verwendung habe. Aber ich finde das total cool, dass die hier eine Gesichtsmaske reinmachen. Man hätte auch sagen können, ach, wir machen da einfach eine kleine Creme oder sowas mit rein. Aber ich finde es schöner, wenn die halt in so einem Typchen eine Maske mit drin haben, weil du da eher einen Effekt siehst, als wenn du eine 5 ml Creme drin hast. Aber das ist nur meine Meinung. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare, was ihr lieber drin gehabt hättet. 5 ml von einer Maske oder 5 ml von einer Gesichtscreme. Die Nummer 12 beendet nicht nur die erste Hälfte des Adventskalenders, sondern sie ist auch die generelle Halbzeit. Und die haben wir jetzt hier und die ist sehr, sehr klein. Aber das heißt hier nichts. Wir haben hier wieder ein Wieder ist gut. Ach, ich habe so viele Adventskalender heute aufgemacht. Wir haben ja von Alessandro Spa ein Produkt drin. Und zwar den Express Nail Hardener. Das ist ein Nagelhärter und das finde ich richtig, richtig gut. Also ich denke, dass sowas auch ähnlich anzuwenden ist wie das von Microcell. Wir dürften hier 5 ml drin haben, genau. Und dann innerhalb von 2 Wochen gehärtete Nägel bekommt. Also ich glaube nicht, dass man das dann als generell von Anfang an Basecoat verwenden sollte, sondern dass man erstmal eine Kur machen sollte, in Anführungsstrichen, mit dem Produkt. Ähnlich wie mit dem Microcell-Produkt. Jedenfalls würde ich so damit verfahren. Ne? Aber wie gesagt, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, falls ich jetzt vollkommenen Schwachsinn erzählt habe. Die Nummer 13 ist schon wieder so schön groß und da wird wieder so eine Tube drin sein, vielleicht auch wieder eine Bodylotion oder ein Duschgel. Sadik und Voltaire. This is her 50 ml von einer Bodylotion. Ja, ich mag die ja vom Duft richtig gerne. Ne, das muss ich ja gestehen. Die Pflegewirkung von solchen Produkten sind jetzt nicht so ultimativ, aber ich habe jetzt auch gerade aktuell unter der Dusche, ich glaube, das Floralista oder sowas stehen. Oh mein Gott, jedes Mal, wenn ich mir das drauf mache und mich damit einseife, ist es so ein tolles Gefühl. Und deswegen fahre ich jetzt umso mehr darauf ab, dass hier solche Produkte drin sind. Und das riecht richtig angenehm, cremig, pudrig, leicht blumig, super, super angenehm. Also das riecht wirklich toll. Und so eine parfümierte Körpergeschichte ist doch irgendwie auch milliardenmal besser, als wenn du so eine kleine Parfümprobe drin hast, oder? Wieder, auch hier, Kommentare sind frei für Meinung. In der Nummer 14 haben wir, ich weiß noch nicht, was drin, auf jeden Fall steht hier Biotherm drauf, da ist hier wahrscheinlich Biotherm drin. Ich erwarte da drin dieses Algenserum. Wisst ihr, was ich meine? Phytoplankton-Elixier, das vermute ich drin. Nee, es ist noch was anderes. Aber es ist mit Alge. Sehr geil. Blue Therapy Amber Agar Revitalize 5 ml. Das meinte ich, ne? Hier hast du jetzt einfach eine Creme drin mit 5 ml. Ich persönlich vom Herzen her freue mich mehr über die Maske. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar hochpreisiger ist. Trotzdem ist so. Und das ist eine Tagescreme, die dich entsprechend revitalisieren lässt. Und hier ist alles auf Französisch drauf, Leute. Hilfe. Nee, weiter unten auf Deutsch. Okay. Und das repariert, das gibt Feuchtigkeit und gibt dir entsprechend Strahlkraft in die Haut und jo, ne, ist ja ganz nett. Die 15 ist riesengroß, aber so leicht, also als wäre da fast nichts drin.
Ah, nee, doch nicht. Okay, ich hatte erst ein bisschen befürchtet, dass wir hier wieder eine Parfümprobe drin haben, weil es so verpackt ist. Nein, das ist eine Mascara, die ich jetzt gerade erst in einem anderen Adventskalender drin hatte. Finde ich cool. Von M2 Beauté Black Nano Mascara Nutrition and Natural Growth. Das sind 1,5 Milliliter. Und diese Mascara soll machen, dass deine Wimpern auch gepflegt werden und wachsen. Also, dass du quasi da noch ein Wachstumsserum in der Mascara mit drin hast. Das finde ich irgendwie witzig. Ich habe auch bei dem anderen Video schon gesagt, dass das tatsächlich eine Mascara ist, die mich sehr an die Catrice Mascara erinnert. Ich habe das Video vor einer halben Stunde gedreht, deswegen, wo halt quasi auch ein Wachstumsserum drin ist. Ich weiß nicht, ob das die graue ist oder ob das die dunkelrote ist, aber in einer von beiden hast du auch etwas mit drin. Ich glaube, die mit Rizinusöl, und ich glaube, dass das die, oder hat die eine Rizinusöl und das andere Wimpernwachstumsserum drin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine gute Alternative auch dazu, weil das hier wird wahrscheinlich relativ hochpreisig sein. Ja, das hat ein Kunsthaarbürstchen, was so kegelförmig nach vorne zusammengeht. Und die hier wird auf jeden Fall weiter wandern. Und ja, ist aber ganz nett, dass wir hier mal eine Mascara mit drin haben, weil das ist auch nicht selbstverständlich, oder? Finde ich so. Auf der Nummer 16 steht Lancôme drauf. Und das hört sich an, als hätten wir entweder einen Mini-Flakon drin oder irgendein Serum vielleicht. Mal gucken, was sich hier drin befindet. Es ist auf jeden Fall eingepackt. Ah ja, komm. Das Advent Genifique mit 5 Millilitern Light Pearl. Das ist ein jugendlichkeitsaktivierendes Konzentrat. Auch das habe ich dieses Jahr schon einige Male oder jedenfalls so ähnlich in den Händen gehalten. Ja, finde ich ganz süß, ne? Also das ist halt wieder eine kleine Geschichte, wobei ich 5 Milliliter für Augenprodukte schon ganz gut finde. Und das ist halt auch eine super hochpreisige Geschichte. Deswegen sei es ihm verziehen, dass hier nur 5 Milliliter drin sind. Es sieht unheimlich süß aus. Das ist eine coole Nummer, finde ich persönlich. Meine Meinung, ne? Genau, deswegen finde ich es eigentlich ganz nett. Ja, und das ist auch gleichzeitig ein Augen- und Wimpernkonzentrat. Vielleicht pflegt das dann entsprechend auch nochmal gleichzeitig die Wimpern. Wäre geil, oder? Mit der Nummer 17 sind wir jetzt eine Woche vor Heiligabend. Das ist von Marlies Müller Beauty Haircare. Okay, witzig. Marlies Vegan Pure Beauty Shampoo Schönheitsgeheimnis. Nein, Schönheitsshampoo mit 30 Millilitern. Shampoo ist nie weg, ne? Das ist immer eine ganz gute Geschichte. 30 Milliliter ist auch vollkommen legitim, um das auszutesten. Rieche ich jetzt so nichts durch. Ich weiß nicht, was das sein soll. Es soll einfach schön machen. Das ist doch nett. Look auf lockig geht es weiter mit der Nummer 18, die sehr leicht ist und bitte keine Parfümprobe beinhält. Nein. Elizabeth Arden, die hatte ich auch schon dieses Jahr ein paar Mal in den Händen. Advanced Ceramid Kapseln, das ist ein tägliches Jugendlichkeitskonzentrat. Und hier haben wir 7 Kapseln drin mit 3,2 Millilitern. Und das sind so Kapseln, die kannst du, also die sind so gummimäßig, ne? Und dann kannst du oben den Pinöppel abmachen und drückst dann das Serum raus, dass es aus dem Pinöppel rauskommt. Und das machst du auf dein Gesicht. Habe ich auch schon verwendet, fühlt sich an wie Seide oder wie Samt auf dem Gesicht. Sehr, sehr angenehm. Ich denke mit sehr vielen Silikonen oder sowas, aber es hat sich echt gut angefühlt und das ist Anti-Aging und macht alles toll und macht dich straffer, geschmeidiger, jünger und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ganz nett, ne? Also das hier ist halt so eingepackt, kannst du so rausnehmen und ist nie weg. Auf jeden Fall. Aber das macht den Adventskalender in meinen Augen zu einem Adventskalender, was ich nicht einer jugendlichen Lady geben würde, sondern eher einer erwachsenen Frau, die sich auch wirklich mal Sorgen um ihre Falten machen möchte. Nummer 19 ist ganz schön klein, aber vielleicht haben wir einen Parfümflakon drin, der uns aus dem Einserbereich, nein, verabschiedet. Nein. Hä? Déclaré Hydro Balance Moisture 24 Stunden Effektampulle. Ja, 2,5 Milliliter sind hier enthalten. Das finde ich irgendwie schon wieder süß, weil du hier so einen Pinöppel hast, ne? Womit du das halt auch verschließen kannst. Das heißt, du kannst diese Déclaré und nicht Déclair aus der Schweiz, genau. Und du kannst es dann halt für mehrere Tage verwenden. Das finde ich cool. Die Nummer 20 haben wir hier. Die ist echt groß, ne? Was haben wir denn hier drin? Oh, wirklich ein großes Produkt. Hildegard Braukmann Kräuter Handcreme Body Care mit Calendula Extrakt und Traubenkernöl für schöne und geschmeidige Hände. Kräuterkosmetik. Jo. Das ist okay. Handcreme brauchst du. Ne? 30 Milliliter sind hier drin. Handcreme brauchst du wirklich im Winter. Deswegen macht es auch Sinn, dass das im Adventskalender mit drin ist. So werden wir von Kopf bis Fuß gepflegt. Die Füße fehlen noch. Vielleicht haben wir was für die Füße auch mit drin. Ne? Das ist so eine kleine Handcreme, die gefällt mir auch. Doch, komm. Riechst du nichts raus, ist wahrscheinlich parfümstofffrei und ich rieche mal wieder dran. Die Nummer 21 scheint so ein bisschen übervoll zu sein, weil die hier wirklich an den Seiten auch randrückt. Da bin ich ja sehr gespannt, was da drin ist. Okay.
Jean-Paul Gaultier La Belle et le Beau. Ach, das sind jetzt Parfum-Minis, ne? 1,5 Milliliter jeweils von diesen Parfums. Super edel verpackt. Also ich meine, so schön verpackte Parfümproben sieht man nicht alle Tage, muss man wirklich sagen. Aber es sind unterm Strich Parfümproben. Mein Wunschdenken wäre jetzt tatsächlich keine Parfümproben mehr bis Heiligabend. Wäre traumhaft. Jetzt machen wir nämlich weiter mit der Nummer 22. Die ist aber schön schwer. Schön bauchig vor allem. Aber ich weiß nicht, warum die gerade so ausgebeult war. Ja, Laura Biagiotti Forever Body Lotion. 50 Milliliter sind hier enthalten. Und obwohl das krass verschweißt ist hier unten, riecht das da raus, als gäbe es keinen Morgen mehr, ne? So angenehm pudrig. So ein bisschen, ich weiß nicht. Wie diese Badekugeln, die so perlmuttmäßig aussahen, die bei Oma immer im Badezimmer lagen. So riecht das. Sehr geil. Ich mag den Duft richtig gerne, muss ich gestehen. Die Nummer 23 hat mich schon die ganze Zeit angelacht, weil hier einfach Clinique draufsteht. Ich vermute hier entweder die 27-Hour Replenishing Cream oder die Moisture Surge oder die All About Eyes, meine absolute Lieblingsaugencreme, die ich aktuell auch verwende. Keep your fingers crossed, Leute. Es ist ein Pöttchen und es ist Moisture Surge. Moisture Surge ist übrigens die 27-Hour Replenishing Cream. Okay, ja, schade. Trotzdem gut. Hier haben wir 15 Milliliter drin enthalten. Und ja, ich mag gerne Clinique, ne? Das ist tatsächlich so. Und ich komme da auch einfach nicht drum rum, die sehr gerne zu mögen. Das ist echt, also ich mag diese Pflege. Ich mag, dass es einfach mein Gesicht mit Feuchtigkeit versorgt, ne? Mir tut's gut. In der Nummer 24 ist irgendwas ganz Großes, Schweres drin und hier steht Jill Sander drauf. Haben wir hier, Leute, ernsthaft und vielleicht eine Full-Size von einem Parfum drin und das in einem 50-Euro-Adventskalender? Da wäre ich begeistert. Da wäre ich richtig begeistert und wir haben es tatsächlich. Jill Sander Sun, 30 Milliliter. Leute von heute, das finde ich großartig. Das ist ein Parfum oder das ist das Parfum, was meine Mama damals immer getragen hat. Und das finde ich gerade richtig schön. Ja, ne, ich finde es toll. Es riecht wie so ganz süßes Orangeneis, kann man das so sagen? Hat für mich einen ganz warmen, wundervollen Duft. Also es ist so schön. Diese folgenden 5 Produkte möchte ich gerne in diesem Video verlosen. Das ist einmal von Annemarie Burland die Augenpatches, dann von Marbert die Körperlotion, von Alessandro den Nagelhärter, von Biotherm die Blue Therapy Gesichtscreme und von Marlies Möller das Shampoo, den Shampoo. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Also ich finde den wirklich umwerfend. Du bist hier gut gepflegt, du hast tolle Produkte drin, du hast dekorative Kosmetik und Pflege von hochpreisigen Marken hier mit dabei und deswegen verzeihe ich dem Adventskalender, dass er auch tatsächlich relativ viele Parfümproben enthält, weil er einfach 49,95 kostet und keine 100 Euro. Also von daher ist es okay. Schreib mir gerne deine Meinung zu dem Adventskalender unten in die Kommentare, da können wir uns gerne einfach mal austauschen. War es jetzt von meiner Seite für dieses Mal. Ich rede mit einer Nachrichtensprecherin. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!